So Leute, was geht? Herzlich willkommen zu Battlefield Hardline und heute zeige ich euch die besten Zweitwaffen der jeweiligen Klasse. Das ist ja jetzt anders in Hardline im Vergleich mit Battlefield 4 oder Battlefield 3. Jede Klasse hat ihre eigenen Zweitwaffen, das heißt man kann nicht mit jeder Klasse jede Zweitwaffe mitnehmen. Wir fangen an mit dem Operator mit der 92 FS. Maximal Damage 34, Minimal Damage 12 und eine Feuerrate von 400. Das sind so die wichtigsten Stats, mit denen ich das Ganze jetzt hier alles vergleichen werde. Dann haben wir einmal die P226. 34, 15 Damage und eine Feuerrate von 400. Unterscheidet sich nicht sonderlich stark voneinander. Dann die CZ. 34, 25 und eine Feuerrate von 360, bisschen mehr Damage dafür, abzüglich ein bisschen an der Feuerrate. Unterscheidet sich jetzt immer noch nicht großartig voneinander, was ist jetzt das Beste? Ganz klar die G17. 34, 25 Damage und eine Feuerrate von 900. Das heißt, hiermit haben wir den höchsten Damage der ganzen Zweitwaffen und die höchste Feuerrate. Die anderen hatten alle eine Feuerrate von 350 oder 400 und jetzt haben wir hier 900. Das heißt aber trotzdem, dass wir die erstmal reichen müssen, indem wir die Schießentaste durchdrücken. Ist kein Dauerfeuer. Wir müssen ordentlich die Schießentaste bzw. die Maustaste durchprügeln, um diese Feuerrate von 900 zu erreichen. Hier definitiv die beste Zweitwaffe. Schaltet man mit dem Syndicate-Auftrag für den Operator frei. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Mechaniker mit den einmal und zweimal mit den Revolvern sozusagen. Hier seht ihr schon die Magnum im Einsatz. Wir fangen trotzdem mit der Snup oder Snap an. 34, 25er Damage. Feuerrate von 400, jetzt das komplette Gegenteil, höherer Damage, geringere Feuerrate, 60, 30 und 150, gleicht sich so ein bisschen aus, sage ich mal, die eine schießt schneller, macht weniger Damage, die andere schießt langsamer, macht mehr Damage. Jetzt kommen wir zum Magnum, 55, 37,5 und eine Feuerrate von 150. Ihr merkt schon, die 357 ist eigentlich ein bisschen besser. Ich spiele trotzdem viel lieber die Magnum, ich komme damit einfach besser klar. Hat mich wahrscheinlich Battlefield 3 ein bisschen geschädigt, aber die Magnum ist ja eindeutig der beste für mich. Ansonsten könnt ihr auch gerne das spielen, worauf ihr Bock habt. Entscheidet euch für eine. Es gibt zwar noch eine, die 410 oder auf jeden Fall die Jury, so heißt die. Das ist eine Shotgun-Pistole. Die Stats sind bei Simtik noch nicht drin, aber ich muss auch sagen, das Ding ist jetzt nicht sonderlich nice. Es ist eine Shotgun-Pistole, könnt ihr mit dem Executioner aus Black Ops 2 vergleichen, falls ihr das Game gespielt habt. Ist nicht so sonderlich nice. Jetzt kommen wir zum Enforcer und alle schreien, Deagle, 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 Deagle. Ja. Bevor wir die Deagle zum Sieger krönen, handeln wir erstmal die Stats der anderen Waffen ab. Einmal die 45T mit 40, 15 Damage, Feuerrate 320, dann das Gegenstück, die M1911, 45, 15, Feuerrate 310, kein großer Unterschied, sage ich mal. Die 40 Pro, einmal 34, 15, Feuerrate 320, kann da nicht mithalten. Dann die Deagle, Feuerrate 220, aber Damage von 68, 34. Erstmal von den Stats her eindeutig die beste Wahl und guckt euch das einfach an. Counter-Strike-Style gespielt hier mit der Deagle. Es macht einfach Spaß. Die Deagle gewinnt auch mit Scheiß-Stats, auch wenn es einfach weil es die Deagle ist. Sie hat zwar keine Scheiß-Stats, sie ist auch von den Stats her die beste hier. Hier auf jeden Fall meine Empfehlung, die Deagle. Schaltet ihr auf dem Weg zum Enforcer Syndicate Auftrag frei. Ganz klarer Sieger hier, die Deagle von den Stats her und auch einfach weil es die Deagle ist. Wir kommen zum Profi bzw. zum Sniper. Hier haben wir einmal die G18 und die 93R. Ist das gleiche in grün, 24, 12, 900er Feuerrate. Nur, dass die eine burstet und die andere Dauerfeuer macht. Dann haben wir einmal die Tech 9, 30, 18, Feuerrate von 600. Und sozusagen das Gegenstück, die Mac 10, geringerer Schaden von 23, 14,5 und eine Feuerrate von 1145, dafür aber auch nur 16 Schuss im Magazin, die sind in einer Millisekunde weg sozusagen. Ja, ich packe euch die Stats der Waffen hier mal einfach nebeneinander, damit ihr das besser seht, weil hier müsst ihr wirklich sozusagen selber entscheiden, was besser zu euch passt, was ihr am liebsten spielt. Mac 10, Tech 9 gleicht sich sozusagen aus, genauso wie mit der G18. Wenn ihr euch die Stats einfach mal anguckt, da ist nirgendwo was das Beste davon. G18, 24, 12, 900 Feuerrate. Tech 9 hat ein bisschen mehr Damage, eine bisschen geringere Feuerrate. Die Mac 10 hat den geringsten Damage und die höchste Feuerrate.
Das gleicht sich, wie gesagt, einfach so aus. Nehmt das, was euch hier einfach am besten gefällt. Ich habe jetzt die Tech 9, weil ich die Tech 9 einfach feiere und vom Spielgefühl sehr nice finde. Hier gibt es keine beste, es sind einfach unterschiedliche Waffen für unterschiedliche Spieltypen. So, das waren die besten Zweitwaffen für die jeweiligen Klassen. Beim Operator die G17, beim Mechaniker, zumindest für mich, die Magnum, beim Enforcer ganz klar die Deagle und beim Sniper Tech 9, MAC-10, G1893R. Kommt aufs Gleiche hinaus, müsst ihr euch das mitnehmen, was zu eurem Spieltyp passt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und oder geholfen. Falls ja, würde ich mich sehr über einen positiven Daumen freuen, ein Like. Wir sehen uns dann morgen wieder im nächsten Video. Übrigens, ich habe heute einfach mal den Stream angeschmissen und das dann auf Facebook gepostet. Also falls ihr Streams und so weiter nicht verpassen wollt, jetzt geht's langsam los damit, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Streaming-Kanal bei Twitch vorbei, ist in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr ein Follow da lassen, dann verpasst ihr die Streams nicht. Oder auf Facebook, da poste ich das sowieso immer. Ja, das wollte ich noch sagen, weil einfach mega viele immer danach fragen. Wir sehen uns morgen wieder im nächsten Video oder beim nächsten Stream, sollte bald wieder soweit sein. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß in Hardline und bis morgen, bis zum nächsten Leute, bis dann und tschüss!